gar nichts kommen. Da müssen welche sein, zumindest ein Kopf. Ja. Gibt es in 350 Betrieben aus unseren Branchen erstmalig einen Betriebsrat. Das ist ein Ergebnis, auf das wir alle gemeinsam sehr stolz sein können. Viele Beschäftigte kommen damit erstmals in den Schutz vor Arbeitgeberwillkür. Und in besonderer Weise war unsere Stärke in dem 9 Monate dauernden Erzwingungsstreik bei Neupack gefordert. Unser Respekt gilt den Kolleginnen und Kollegen, die am Ende mit ihrem Durchhaltevermögen einen unglaublich starrsinnigen Arbeitgeber in den Kompromiss gezwungen haben. Vielen Dank dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei der Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag bei Neupack mussten wir in den längsten Arbeitskampf der IGBCE und gleichzeitig einen der längsten Arbeitskämpfe in der deutschen Nachkriegsgeschichte gehen. Dieser Rekord ist nichts, was uns stolz machen sollte. Aber er zeigt, dass diese Organisation auch Antworten haben muss und hat, wenn auf der anderen Seite des Tisches Unternehmer und Berater sitzen, die Arbeitnehmerrechte mit Füßen treten. Ihr kennt das Ergebnis der Auseinandersetzung und wir haben sicherlich nicht alle Ziele erreichen können. Aber wir haben eine neue Zeit im Unternehmen eingeläutet und wir werden das in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Wir bleiben da dran. An dieser Stelle noch einmal meinen größten Respekt an die Beschäftigten von Neupack, die diesen Konflikt durchgehalten haben. Michael, du hast das Wort. Ja, moin moin. Zu meiner Person. Ich bin Betriebsratsvorsitzender in einem Betrieb der Automobilzulieferindustrie mit ungefähr 900 Beschäftigten. Das gehört zu einem US-Konzern. Da bin ich auch Konzernbetriebsratsvorsitzender und Eurobetriebsratsvorsitzender. An der Sprache hört ihr, ich komme aus dem Bezirk Hamburg-Harburg. Und im Geschäftsbereich konntet ihr lesen, und Peter ist eben in seinem Beitrag darauf eingegangen, dass in unserem Bezirk der längste Arbeitskampf der Organisation stattgefunden hat, nämlich der Streik bei der Firma Neupack. Und unser Vorsitzender hat zu Anfang dieser Auseinandersetzung, und das ist häufig zitiert worden, den Satz gesagt, wir werden ein Exempel statuieren, koste es, was es wolle. Das waren gute und richtige und starke Worte. Das war gut für die Leute, die da vorm Tor gestanden haben. Das war gut für alle, die das unterstützt haben. Jetzt ist dieser Kampf zu Ende. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was für ein Beispiel haben wir denn jetzt gesetzt? Was ist denn das Exempel, was wir da statuiert haben? Und dazu steht mir tatsächlich zu wenig im Geschäftsbericht und auch in den mündlichen Einlassungen von Michael und Peter eben, scheint mir das zu wenig zu sein. Denn wir müssen, also ich bin der Meinung, dass die Bedeutung der Frage, die dahinter steht, ja ist, können wir als Organisation, wenn wir Mitglieder haben, wenn wir mehrheitlich organisierte Belegschaften haben, können wir als Organisation dann einen Tarifvertrag erzwingen? Und bei der Firma Neupack ist 2 Monate voll gestreikt worden. Dann ist über 4 Monate noch ein sogenannter Flexi-Streik, also mal gestreikt, mal nicht gestreikt, durchgeführt worden. Und wir haben da jetzt ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist kein Tarifvertrag. Wir, und ich lege Wert auf dieses Wir, haben dort Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, die zum ersten Mal in diesem Betrieb auch Eingruppierungen vorsehen, gewisse Entgelterhöhungen, auch Konstrukte, warum der einzelne Beschäftigte dann ein Recht darauf haben soll. Aber wenn wir die Beschäftigten in diesem Betrieb fragen, werden sie sagen,
Das Ergebnis ist nicht gut. Das liegt daran, dass es noch nicht umgesetzt ist. Die Entgelterhöhungen werden zum Teil über viele Jahre gestreckt. Viele der Streikenden sind in der neuen Eingruppierung gar nicht besser gestellt als vor dem Streik. Der Hauptgrund aber, warum die Kolleginnen und Kollegen keine besonders hohe Akzeptanz im Moment für dieses Ergebnis haben, liegt darin, dass sie sagen, im Januar, also nach dem Aussetzen des Vollstreiks, machte die Firma ein Angebot für Betriebsvereinbarung, was materiell ungefähr dem entspricht, was wir 4 Monate später nach weiteren Kampfmaßnahmen erst dann in Verhandlungen erreicht haben. Michael hat heute Morgen gesagt, diese Auseinandersetzung hat den Unternehmer in den Kompromiss gezwungen. Ich glaube, dass das nicht falsch ist, auch eine komische Formulierung, wenn man das sozusagen über einen längeren Zeitraum geht. Wenn man die Kollegen da im Betrieb heute fragt, werden sie sagen, das ist zu schön dargestellt. Das stimmt nicht. Wir haben nicht genug erreicht. Wir, und das ist mir schon wichtig, dass es darum keine Konstrukte gibt, Bezirk, Landesbezirk, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, Streikende, Apparat oder sowas, wir haben diese Auseinandersetzung nicht gewonnen. Und ich leiste mir den Luxus mit euch, diesen Grauton, ne? Was man nicht gewinnt, ist doch verloren. Ich leiste mir das zu sagen, nicht gewonnen. Ich weiß, dass in der Öffentlichkeit und unsere Mitglieder in den Betrieben werden sagen, wieso, wenn ihr das nicht gewonnen habt, dann haben wir das doch wohl verloren. Aber unter uns können wir da noch einen Moment drüber diskutieren. Das hat was damit zu tun, dass die Sache auch noch nicht abgeschlossen ist. Aber wir können dieser Frage nicht ausweichen, die uns Kollegen stellen, sagen, ihr seid eine Organisation mit über 600.000 Mitgliedern. Ihr streikt monatelang und dann seid ihr nicht in der Lage, einen Unternehmer, der 200 Leute in 2 kleinen Betrieben beschäftigt, in einen Tarifvertrag zu zwingen. Warum nicht? Warum sind wir dazu nicht in der Lage? Warum können wir diese Kernkompetenz als Gewerkschaft, warum konnten wir sie in diesem Fall nicht umsetzen? Und die Frage müssen wir uns ja für die Zukunft beantworten. Und meine Erwartung ist, dass wir das gemeinsam besprechen. Und das ist meine Erwartung an die Führung dieser Organisation, dass sie das organisiert. Und ich sage, wir hatten eine Auswertungsdiskussion im Bezirk. Das ist nicht schlecht. Der Landesbezirksleiter ist formal der Streikleiter, nicht formal, er war der Streikleiter. Und die betrieblichen Streikleitungen und ein paar ehrenamtliche Vorstandsmitglieder haben wir mal 2 Stunden sozusagen Standpunkte ausgetauscht. Aber das ist keine Auswertung, die zu Ergebnissen führt und das ist keine Auswertung, die zu praktischen Schlussfolgerungen führt. Und es ist auch nicht Angelegenheit eines Bezirkes, so eine herausragende Sache alleine zu bewältigen. Und ich erwarte, dass dann im zweiten Schritt organisiert wird, dass, wenn Schlussfolgerungen daraus gezogen wird, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, dass diese Ergebnisse auch in der Organisation verbreitet und diskutiert werden. Weil es geht auch am Ende um Folgendes. Wenn wir die Mehrheit der Beschäftigten in einem Betrieb organisiert haben, wenn die Mehrheit der Beschäftigten dann einen Tarifvertrag will, wenn die Mehrheit der Beschäftigten dann auch bereit ist, Kampfmaßnahmen zu ergreifen und wenn vor diesem Hintergrund dann der Unternehmer sich trotzdem weigert, mit uns Tarifverhandlungen zu führen und einen Tarifvertrag abzuschließen, dann müssen wir als IGBCE doch in der Lage sein, zu sagen, wenn die Kollegen das wollen, wir sind so ausgestellt, wir wissen, wie man das durchsetzt. Genau. Ja, vielen Dank, Michael. Zunächst einmal zum Streik bei Neupack. Ja, ich glaube, wir müssen eine solche Diskussion führen, weil wir lernen müssen. Wir müssen aus meiner Sicht, ich gehe nicht auf jede Einzelheit dieses speziellen Falls jetzt ein, das ist, glaube ich, auch nicht die Arena dafür, aber wir müssen die besonderen Bedingungen dieser Auseinandersetzung und wir müssen natürlich die Bedingungen von Auseinandersetzungen, die wir führen, in Zukunft miteinander diskutieren. Bei Neupack ging es am Ende um 2 Dinge. Es ging einmal um eine tarifliche Auseinandersetzung, die besonders hart geführt worden ist. Es ging aber auch um eine fundamentale Frage, und zwar als Konsequenz dessen, was heute Morgen in den Geschäftsberichten auch schon deutlich geworden ist. Wir sind in den letzten Jahren losmarschiert in Branchen und in Unternehmen, in denen wir zuvor nicht so präsent war. Und was haben wir da gefunden? Wenig Sozialpartnerschaft. Und auch die
Möglichkeiten, sozialpartnerschaftliche Gestaltung umzusetzen, haben natürlich Grenzen. In diesem Fall waren das nicht nur Grenzen von starrsinnigen Arbeitgebern. In diesem Fall, Neupack, ging das weit über das hinaus, was man einfach als normale, auch unternehmerische Vernunft und Vorgehensweise annehmen konnte. Bis zur Konsequenz, dauerhaft auch Gewinne und sein eigenes Unternehmen infrage zu stellen, ist dieses Unternehmen gegen Gewerkschaft, gegen Betriebsräte, gegen die IGBCE fortgegangen. Das heißt, es stellt ein besonders prekäres Beispiel auch von unternehmerischer Unvernunft und von unternehmerischer Unverantwortung dar. Deswegen haben wir dort um zwei Dinge gekämpft. Erstens, dauerhaft dazu stabilisieren, dass dort unsere Mitglieder erhobenen Hauptes ihre Rolle auf Mitbestimmung wahrnehmen können. Wir hatten zuvor jahrelang darum gekämpft, dass überhaupt Betriebsräte dort zu wählen sind und dass sie nicht sofort rausfliegen. Und wir sind in der Konsequenz daran sozusagen in die tarifliche Auseinandersetzung gegangen. Und was wir erlebt haben, ist, dass es in Deutschland heute möglich ist, in einer solchen Auseinandersetzung, übrigens mit einer mittlerweile gut organisierten Beraterlandschaft, aber auch auf der Basis der Gesetze, die hier Gültigkeit haben und die legitim sind, Arbeitskämpfe zu unterlaufen und sozusagen, wenn man dann ausreichend unvernünftig ist und nicht aufs Geld achtet, einen solchen Konflikt an allen Punkten vorbei zu manövrieren, an denen normalerweise irgendwann mal Vernunft einkehrt und man an den Tisch zurückgeht. Und ich will daran erinnern, es ging nicht nur ums Geld. Es ging darum, dass die Streikenden bedroht worden sind, insbesondere der Betriebsratsvorsitzende, der diesen Streik geführt hat, bis zum Schluss. Und immer wieder gefundene Kompromisse in Frage gestellt worden sind und am Ende immer wieder auf Zeit gespielt worden sind. Und eines kann man unserer IGBCE nicht vorwerfen, hat auch keiner, hat auch nicht Michael, dass wir nicht Ausdauer bewiesen haben oder an irgendeiner Stelle die Konsequenz verloren hätten. Wir haben immer versucht, auch auszubalancieren, wo führt das am Ende hin für die Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist dieser Streik, und davon habe ich auch nicht gesprochen, kein großer Erfolg. Aber er ist an einer Stelle ein ganz wichtiges Signal. Es ist nicht gelungen, dass der Unternehmer bei Neupack es geschafft hat, erstens eine Regelung für mehr Ordnung und für geregelte Arbeitsverhältnisse in diesem Betrieb zu verhindern und zweitens seinen eigenen Betrieb wieder betriebsratsfrei und gewerkschaftsfrei zu machen. Und deshalb ist das ein besonders prekäres Beispiel. Aber ich finde, an der Stelle hat Michael das sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns natürlich insgesamt der Frage stellen, wie ist das Spektrum für unsere Organisation in der Sozialpartnerschaft und in der Tariflandschaft. Wir sind die Organisation, die mit Fug und Recht sagen können, dass wir die entwickelsten Formen von Sozialpartnerschaft in vielen unserer Branchen kennen. Und wir sind stolz darauf, das ist das Ziel, das wir verfolgen. Eine Sozialpartnerschaft, die Ergebnisse bringt, eine Sozialpartnerschaft, die wir messen können und in der wir zivilisiert und am Ende auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und wenn man dieses Ziel erreichen will, dann muss man genauso offen aussprechen, dass es in Deutschland sowieso und auch in unseren Branchen auch andere Beispiele gibt. Und für diese anderen Beispiele müssen wir Wege finden. Neupack, wie gesagt, ein extremes Beispiel. Wie sieht man alleine an der Dauer des Streikes. Aber insgesamt ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir zunehmend jetzt in Branchen und in Betriebe gehen, in denen wir Betriebsräte wollen, in denen wir Betriebsvereinbarungen wollen, in denen wir am Ende Tarifverträge wollen. Und ich habe das heute Morgen gesagt, an vielen Stellen ist eine solche Erweiterung unseres Spektrums auch mit einer Wahrscheinlichkeit für Konflikte verbunden. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten die Erfahrung, die wir gemacht haben bei Neupack, ganz offen diskutieren. Ich habe kein Interesse, das in der Öffentlichkeit zu machen. Da hat es ja auch eine Menge Spektakel gegeben. Das hilft selten. Aber wir müssen es in der Organisation tun und wir müssen das tun mit, und so habe ich Michael verstanden, mit dem Wunsch und mit dem Ziel, dass wir daraus lernen, stärker werden, besser werden. Aber noch einmal zum Schluss, Neupack heute ist nicht mehr Neupack gestern. Der Betriebsrat steht, der Betriebsrat ist
verankert. Der Betriebsratsvorsitzende ist nicht gekündigt, sondern im Amt. Und wir haben eine Betriebsvereinbarung, nicht unser Zieltarifvertrag, der alles hat, was einen Tarifvertrag auszeichnet, mit unseren Leuten verhandelt, in diesen Verträgen auch manifestiert. Natürlich kommen wir dort von prekären Löhnen und werden da natürlich uns entwickeln müssen. Und deshalb glaube ich, ist es zum Teil auch wichtig, zu seinem eigenen Erreichten zu stehen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger und guter Schritt nach vorne. Dass diejenigen, die 9 Monate lang in Unsicherheit standen und zum Teil unter extremen persönlichen Belastungen dieses Ziel erkämpft haben, natürlich zwischen Ziel und Ergebnis eine Diskrepanz sehen und dass sie nicht Jubel schreien. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber das wissen wir auch aus anderen Tarifbewegungen. Da ist nicht aller Tage Abend. Das wird weitergehen. Und im Übrigen, wir sind bei Neupack nicht in der Friedenspflicht. Wir haben eine Betriebsvereinbarung. Also insofern, schauen wir mal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Neupack hat Michael eigentlich alles gesagt. Ich will 2 Punkte noch mal hinzufügen. Dieser Kampf, den wir da geführt haben, ist nicht zu Ende. So haben wir das auch nie gesehen, sondern dieser Kampf muss dort weitergehen. Wir müssen dort einen langen Atem haben. Wir haben jetzt rechtssichere Regelungen für die Kolleginnen und Kollegen vereinbart. Wir haben dafür gesorgt, dass die konkrete Verbesserungen haben. Aber wir müssen weiter daran arbeiten und wir werden auch weiter daran arbeiten, dass wir dann auch Tarifverträge bekommen. Also langer Weg, dranbleiben. 2. Punkt, lernen will ich ausdrücklich bestätigen, will ich aber auch sagen, Neupack ist ein Beispiel. Wir haben viele andere Beispiele, wo wir auch gestreikt haben und erfolgreich waren und dann auch Tarifverträge durchgesetzt haben. Und wir haben und sind dabei, Neupack auszuwerten. Da hat es schon erste Gespräche gegeben im hauptamtlichen Kreis. Und wir werden das aber insgesamt verbreitern. Insoweit diese Anregung nehme ich gerne auf, bestätige das nochmal. Das wird für uns ein ganz entscheidender Punkt, dass wir aus diesen Vorgängen lernen. Wir müssen nur sehen, dass auch jede Situation schon einen sehr spezifischen Hintergrund hat. Und es gibt auch andere Beispiele, die wir abklopfen müssen und aus denen wir auch lernen müssen. Das von meiner Seite nochmal. Vielen Dank.